Ein Baum hat Hoffnung. Auch wenn er abgehauen ist, kann er wieder ausschlagen. Dieses hoffnungsvolle und kraftspendende Zitat aus dem Buch Hiob soll uns nicht nur eine Art Vision oder Richtschnur für das Entwickeln von neuen Lebensplänen geben, sondern es soll uns auch gleichzeitig sagen, wir können immer wieder an Punkt Null anfangen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich zum Beispiel genau diese 100 Sekunden Andacht aufgenommen habe und immer wieder kam etwas anderes dazwischen. Mal der Zug, der zu laut war, mal ein Auto, was vorbeibrauste. Letzten Freitag habe ich es wunderschön für euch gemacht, aber da war leider der laute Wind im Weg. Von daher, wenn ihr gezwungen seid, wieder bei Null anzufangen, fragt euch, was ist, was kann bleiben? Und was soll gehen? In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Mut und Kraft für einen Neuanfang.